Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch einen Concealer-Test machen. Und zwar starte ich da jetzt eine Reihe, werde mich durch die verschiedenen Concealer durchtesten, speziell natürlich im Hinblick auf unsere ältere Haut, wie verhält sich der Concealer in den Fältchen. Habe parallel aber auch noch ein Beauty-Schwämmchen im Test, das möchte ich euch auch zeigen. Ich habe den jetzt schon mal hier rausgeholt und zwar haben wir den letztes Mal aus dem 1-Euro-Shop geholt. Ihr erinnert euch vielleicht, in dem Haul habe ich euch den vorgestellt, der war hier ein bisschen eingerissen, aber das soll uns nicht weiter stören. Ich habe ihn befeuchtet und habe außerdem noch einen Real Techniques Schwamm. Der ist allerdings schon ein bisschen in Benutzung, im Gebrauch gewesen, weil die Real Techniques Schwämme halten ewig, finde ich jedenfalls, und die nehmen auch nicht an der Qualität ab. Das so viel dazu. Diese beiden Schwämmchen werde ich testen. Den einen auf der einen Seite, den Real Techniques auf der anderen, den 1 Euro auf dieser Seite. Und zusätzlich fange ich meine Reihe der Concealer-Tests mit der Fit Me-Variante von Maybelline an, und zwar in der Farbe 05. Das dürfte eine der hellsten Töne sein und das ist mir immer sehr wichtig, denn ich möchte gleichzeitig natürlich einen verjüngernden Effekt unter den Augen haben, und das erreiche ich, indem ich nicht zu dunkel schminke, denn je dunkler ihr schminkt, umso älter wirkt man leider. Das ist so. Mein Junges möchte man ja immer je dunkler, je besser haben. Das klappt auch dann, aber ich würde mal sagen, so ab 30 sollte man versuchen, einen mittleren Ton zu nehmen. Wenn man sehr hell ist, auch im hellen Bereich bleiben, denn sonst wird man schnell fahl und fahl wirkt alt. Das ist einfach so. Im Übrigen, ich habe meine Haare gerade gewaschen, deswegen sind sie noch nicht ganz so on point, wie ich das sonst immer mache, aber das soll uns ja nicht weiter stören. Hier conceal ich auch und auch hier muss es auffällend sein, damit diese Falte, die bei uns älteren Damen ja oft hervortritt, nicht so stark betont wird. Wenn sie dunkel ist, wirkt auch das wieder alt. Jetzt wollen wir aber anfangen. Ich habe mein Gesicht mit meiner Superstay Foundation schon eingerieben, die ich immer benutze. Die ist ja auch von Maybelline. Jetzt machen wir noch den Maybelline Fit Me Concealer drauf. Das habe ich alles noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt zusammen. Anschließend werde ich aber mit diesen beiden Pudern abpudern. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Okay, natürlich. Da kommen wir zu. Erstmal den und dann die beiden anderen. Den. Oh nee, den natürlich nicht, sondern wo habe ich den denn jetzt hin? Da ist er natürlich. Alles eine Reihe von Maybelline. Die Foundation, der Concealer und das Puder. Ich finde immer, wenn man in einer Reihe bleibt und nicht so viele Sachen wechselt, eine Produktreihe kann man gerne austauschen, aber ansonsten sollte man schon darauf achten, dass, wenn ich die Foundation von einer Firma habe, auch den Concealer nehme und das Puder zum Setten, weil das natürlich aufeinander abgestimmt ist. Klappt aber auch ganz oft nicht, sodass ich dann auch die Produkte natürlich untereinander austausche, die Marken, die Brands. Das ist keine Frage. Jetzt fange ich aber an mit dem Conceal. Wie gesagt, ich habe nur die Foundation aufgetragen, noch nicht abgepudert und gar nichts gemacht. Natürlich die Augenbrauen und die Wimpern, das ist klar. Jetzt mache ich das so, wie ich es immer mache. Und zwar gehe ich hier ein bisschen runter und mache erstmal eine Base. Mache ich das mal wieder zu, damit es nicht austrocknet. Das sollte man übrigens immer machen. Die eine Seite, diese Seite mit dem 1-Euro-Schwämmchen. Und ich kann euch schon mal sagen, dass der mega hart ist. Er ist natürlich nass und gut ausgefroren und ich conceal ja in letzter Zeit ganz gerne mit dem Schwämmchen, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann ein bisschen besser eine Kontrolle habe über die Menge, die ich einarbeite. Denn wenn ich das mit der Hand mache, und das soll man ja, wenn man Fältchen hat, ich sage es ja immer wieder, soll man das möglichst alles mit der Hand machen, weil man das besser in die Fältchen und in die Poren einarbeiten kann und das Produkt nicht so viel verschluckt. Wenn ich das aber mit dem Concealer mache, mit dem Fit Me Concealer, ist es auch oft überconcealed. Also es sieht wirklich dann nicht cakey aus. Dafür ist mir die Maybelline-Reihe zu wichtig. Das kann ich gar nicht behaupten. Die ist wirklich gut, auch der Concealer. Denn ich benutze ihn ja wirklich schon lange. Das kann ich jetzt schon mal im Vorab sagen. Aber es ist dann sehr, 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 sehr stark im Ergebnis. Ne? Und das wollen wir ja nicht. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Dazu nehme ich den Real Techniques Schwamm und arbeite mir das hier ein. Versucht das alles ein bisschen gleichmäßig zu machen. Und ich kann jetzt schon sagen, dass mir das Ergebnis von beiden Schwimmen gleich gut gefällt. Also so wie der 1-Euro-Schwamm
hat sich genauso gut oder schlecht einarbeiten lassen und genauso viel oder wenig Produkt geschluckt wie auch das Schwämmchen von dem 1-Euro-Geschäft. Der ist aber mega hart, Leute. Also er hat sich kaum erweichen lassen, nachdem ich ihn befeuchtet habe, und ist er immer noch. Und das kann eigentlich ganz gut sein, wenn man hier präzise arbeitet unter den Augen. Das kann dann dieser Technik Schwamm, jetzt habe ich das da tatsächlich, bin ich da mal ein bisschen über das falsche Auge rüber, kann man tatsächlich mit dem Schwamm nicht so gut, denn der schluckt auch unwahrscheinlich viel Produkt. Ne? Ist aber bei dem Maybelline nicht ganz so schlimm. Aber wir machen jetzt die zweite Schicht und die mache ich sonst auch immer. Ihr seht, dass beide Produkte wirklich gut von dem Schwamm aufgesogen worden sind, sodass ich kaum noch Produkt unter meinen Augen habe. Und das ist einfach manchmal der Effekt, den ich haben möchte, wenn ich fertig concealed habe. Ich habe jetzt die erste Schicht mit beiden Eiern aufgetragen bzw. eingearbeitet und jetzt mache ich die zweite Schicht mit der Hand, damit wir die Deckkraft von dem Concealer mal gut sehen können. Wenn man sie nicht mit dem Schwämmchen einarbeitet, so wie ich das eigentlich auch empfehle. Aber wie gesagt, der Maybelline hat ganz schön Deckkraft und dann sieht man auch schnell cakey aus, wenn man das nicht mag. Ne? Und ich mag es eigentlich sehr gerne. Ich arbeite mir das auch immer noch ein bisschen hier ins Auge mit ein. Wenn ich die Hände benutze mit dem Schwämmchen, ist das dann natürlich ein bisschen kontraproduktiv, weil ich jetzt die Wimpern schon geschminkt habe. Das ist aber durchaus gut verteilbar sozusagen. So, ihr seht, dass die Deckkraft von diesem Concealer enorm ist, ja. Meine eine Seite ist mega aufgehellt. Jetzt mache ich die, ich zeige es euch nochmal eben. Das konntet ihr eben mit dem Schwämmchen überhaupt nicht erreichen. Beide Schwämmchen haben unheimlich viel Produkt geschluckt, ne? Das merkt man jetzt erst. Seht mal, was für eine dicke Schicht ich jetzt habe. Das mache ich eigentlich immer, bevor ich meine Wimpern mache. Aber ich wollte natürlich jetzt auch schon schick aussehen, bevor ich den Concealer, mich so in die Kamera setze, quasi, ne? Wenn ich den Concealer auftrage. Außerdem machen es viele, dass sie sich erst schminken und dann den Concealer auftragen. Das mache ich eigentlich nicht. Ich mache das alles zuerst und dann die Wimpern. So. Und jetzt seht ihr schon in der Kamera noch viel stärker als in Wirklichkeit, dass das ganz stark ist in der Deckkraft dieser Concealer und dass er auch in der Farbe 05 sehr, sehr stark aufhellend wirkt. Und das möchte ich eben manchmal nicht. Jetzt könnte ich hergehen, nimm mal wieder den 1 Euro, das 1 Euro Ding und verteile das so ein bisschen. Dann hat man nicht mehr ganz so viel Deckkraft und das mache ich auf der anderen Seite dann auch mit dem Beauty Blender von Real Techniques. Und dann seht ihr, es hat schon wieder Produkt geschluckt. Sieht nicht mehr ganz so stark aus. Aber wie gesagt, ich möchte es manchmal sehr stark haben. Das kommt doch immer darauf an, wie stark meine Augenringe sind. Und heute sind sie nicht von schlechten Eltern. So dass ich tatsächlich nochmal hier nochmal reingehe und ein bisschen diese Augenwinkel nochmal konzilieren möchte. Weil mir da sehr viel bläuliches entgegenschimmert und das mag ich gar nicht. So, und dann könnte man auch noch so ein bisschen hier unter die Falte gehen, das habe ich euch ja auch schon oft gezeigt, dass man nämlich dann die Augenringe ein bisschen kaschiert und dann könnte man mit dem Beauty Blender nochmal rüber, mache ich aber nicht, weil es mir zu viel an Deckkraft schluckt. Der Concealer ist mega. Also wenn ihr eine hohe Deckkraft haben wollt, nehmt den Fit Me von Maybelline und möglichst eine helle Farbe. Gut, wir sind jetzt aber noch nicht durch. Ich werde jetzt weiter concealen, einmal hier. Das ist das nächste, was ich mache. Jetzt läuft mir der Lippenstift schon wieder aus. Habe ich oft bei den Essence-Lippenstiften, aber das soll uns jetzt nicht stören. Und hier helle ich auch auf. Ne? Und dazu nehme ich jetzt wieder diese eine Seite von dem ein, arbeite das möglichst getrennt ein. Und da ist es auch kein Problem, wenn Deckkraft verschluckt wird, weil man hier ja nicht ganz so viel möchte wie unter dem Auge. Ne? Also das ist der Grund, jetzt bin ich wieder auf die andere Seite. Das ist der Grund, warum ich die Schwämmchen in letzter Zeit benutze, weil der Maybelline, den ich die letzten Wochen über immer trage, sehr stark in der Deckkraft ist und ich das nicht immer gut finde. Ne? So. Jetzt habe ich beide Seiten so ein bisschen einigermaßen verblendet. Versuche das noch ein bisschen hier gleichmäßig mit dem Finger mal zu machen, dass die Übergänge auch fließend sind. Und ihr seht, wenn euch jetzt diese Falte noch ein bisschen stört und zu viel an Deckkraft verschluckt wurde, wie das jetzt der Fall ist, dann könnt ihr nochmal drüber gehen und vielleicht mit den Händen das machen. Denn es soll ja auch um den Concealer gehen und nicht nur um die Beauty-Schwämmchen.
Und dann seht ihr schon wieder, was für eine Deckkraft das Ding hat, ne? Er lässt sich auch ein bisschen schwieriger einarbeiten als einer, der nicht so viel Deckkraft hat, ne? Der flüssiger ist auch in der Konsistenz, er ist sehr fest. Etwas, was ich übrigens sehr, sehr gerne mag. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich das bei mir in die Fältchen setzt. Und ich habe ein Gefältchen. Ist jetzt nicht so, ich bin schon ganz gut gesegnet, dass ich da nicht so viel Probleme mit habe. Aber ich habe sehr wohl auch Fältchen. Und da setzt sich das nie ab. Damit habe ich noch nie negative Erfahrungen gemacht. Auch hier an den Augen nicht. Auch da wird eigentlich nichts cakey oder legt sich in die Falten. Wenn man damit Probleme hat, könnte man natürlich noch eine Base drunter legen, also ein Primer. Den mache ich aber im Übrigen immer morgens, bevor ich mein Gesicht mit der Foundation bedecke, mache ich immer einen Primer drauf. Habe ich früher auch nicht gemacht. Und noch vor ein paar Wochen, bevor ich mit diesen Tests mit euch gestartet bin, habe ich nie einen Primer benutzt. Aber ich habe zwei gute Primer, die ich euch empfehlen kann. Aber dazu ein nächstes Video. Da wird es nämlich um Primer gehen. Aber noch nicht um das nächste Video, was jetzt folgt, sondern ein späteres Video. So, jetzt haben wir hier concealed, wir haben hier concealed, hier und hier. Und es ist überall aufgehellt, wie ihr seht. Jetzt werde ich noch setten. Und zwar nehme ich dafür das Maybelline Super Stay Powder, was passend zu meiner Foundation gehört. Die Foundation ist ja hier. Die ist aber in der falschen Farbe hier. Denn ich nehme ja immer einen Pumpschuss von der hellsten und von der dunkelsten Variante. Fast von der dunkelsten Variante. So, jetzt benutze ich immer dieses Schwämmchen, was hier drin ist, ganz einfach, kann ich euch auch sagen, weil ich damit nämlich nicht erreiche, dass ich das Puder nur auf die Poren legt, sondern ich möchte auch das noch ein bisschen, dass sich das alles so verteilt. Wisst ihr, dass sich der Concealer mit der Foundation vermischt und das Puder, das ist alles so eine Einheit ergibt. Deswegen mache ich das eigentlich immer gerne mit dem Ding, was hier drin ist. Das ist natürlich jetzt schwierig hier über dem Auge, weil ich meine Wimpern ja schon gemacht habe und nicht ganz so hässlich vor die Kamera treten wollte. Und ihr wisst ja, ohne Wimpern, geschminkte Wimpern, fühle ich mich überhaupt nicht wohl. So, und das würde mir jetzt schon ausreichen mit diesem Puder. Jetzt kommt aber mein Geheimtipp. Ich habe euch diese Produkte ja letztes Mal schon vorgestellt. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, wenn wir schon mal dabei sind, wie ich das mache. Ich mache also hier erstmal diesen von Rival de Luxe, sind übrigens beide Produkte aus der Limited Edition, die jetzt in allen Regalen bei Rossmann erhältlich sind. Geht, holt euch das. Ist wirklich eine sehr große Kaufempfehlung von mir. No Filter Needed und das ist auch Programm, denn das stimmt wirklich. Ich habe jetzt mein Puderding hier schon wieder verloren, dann nehmen wir mal das und dann Puder. Ich habe, das ist natürlich der falsche Pinsel, jetzt ist mir aber runtergefallen, jetzt muss ich mich bücken, aber es geht auch so. Puder ich alles mal so schön ab. Das kaschiert nämlich Rötung, Verfärbung und gibt nochmal so ein flawless Ergebnis. So eins halt, dass man keinen Filter mehr braucht, falls man Fotos macht. Das ist der Sinn natürlich dieses Produktes und ich kann das nur bestätigen. Die Haut wird auch baby weich. Also wirklich, wirklich schön sieht das dann aus. Ich weiß nicht, in der Kamera wird man das nicht sehen, ne? Glaube ich. Also, dass das jetzt so einen Mega-Effekt in der Kamera gibt, glaube ich nicht. Aber wir bilden es uns jedenfalls ein. Ich bin zufrieden mit den beiden Produkten. Dann mache ich das nächste Produkt, dieses Puder. Ebenfalls von Rival de Luxe Young, aber diesmal mit dem Beauty Blender. Nehme ich ein Stück auf. Macht mir hier unter das Auge und das kann dieser Beauty Blender wirklich nicht so gut. Da benutze ich oft einen von Ebelin, um das zu machen und das klappt wesentlich besser. Der schluckt mir hier schon wieder enorm Produkt. Da kann ich euch den Beauty Blender von Ebelin empfehlen und nicht den hier. So. Seht ihr, ich kann es kaum auftragen, kann kaum baken damit. Das mache ich jetzt in letzter Zeit gerne mit diesem Produkt hier. Das klappt ganz gut, wie ich finde. So. Aber nicht mit dem Beauty Blender. Gut, der kostet ja auch nur 1 Euro, aber ich denke mal für Anfänger oder für die, die sonst nie einen Beauty Blender benutzt haben, denke ich, geht das klar. So. Jetzt kommt die andere Seite. Das Einzige, was ich hier überhaupt nicht gut finde an dem Puder, ist, dass es mega schwer aus dieser Dose herauskommt, das Puder, leider. Jetzt mal gucken, wie das mit dem Real Technique klappt. Klappt noch schlechter. Also der saugt mir fast das ganze Produkt jetzt hier auf. Ihr seht,
Das klappt überhaupt nicht mit dem Realtechnics. Da ist der andere, da ist der 1-Euro-Schwamm deutlich besser. Also zum Baken finde ich den gar nicht gut. Hab tatsächlich noch nie gebaked mit diesem Schwamm. Gar nicht gut, seht ihr? Ich kann gar nicht baken damit. Das klappt leider überhaupt nicht. Ich muss wieder Produkt aufnehmen und werde jetzt weiter baken. Auf dieser Seite habe ich jetzt ganz viel Produkt und dann geht es besser. Ist ja aber nicht der Sinn der Sache, ne? Wenn ich so viel Produkt reinhaue, soll ja auch mit weniger funktionieren. So, genau. Ja. Gut, baken konnte man mit beiden Schwämmen nicht. Da ist der Evelyn-Schwamm um einiges besser. Zum Baken klappt das leider nicht. Aber was soll's. Ich zeige euch nochmal die Produkte. Das ist einmal das Loose. Wie heißt das denn? Ohne Brille kann man das wieder nicht lesen. Loose Blur Powder von Rivaldo Yulubiang und das No Filter Needed HD Powder. Beide benutze ich, seit ich sie habe, sehr gerne zum Baken, aber nur ganz kurz. Ich lasse nicht zu lange baken, weil mir das sonst zu pudrig wird. Und das werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich das wieder abnehme. Dann ist es tatsächlich, sieht so aus, als hätte es sich in die Falten abgesetzt. Tut es aber nicht. Wenn sich ein bisschen mit der Hautwärme verbindet, dann sieht das wirklich flawless aus und richtig, richtig schön, wie ich finde, ne? So, dann gucken wir mal, wie die Ergebnisse von den Beauty Blendern waren. Ja, also beide Seiten gefallen mir eigentlich nicht so gut. Ich nehme jetzt mal das Baking Puder gleich wieder ab, dass wir da mal gucken können. Ja, toll. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Seht ihr, was passiert ist? Der Beauty Blender von Real Techniques, was der angerichtet hat, wirklich gar nicht gut. Und ich habe beide Schwämme wirklich richtig doll ausgedrückt und es hat sich tierisch hier abgesetzt. Das macht nicht das Puder. Bitte nicht denken, dass das das Puder ist. Das ist der Schwamm, der das hier nicht gut aufgetragen hat. Das hat der 1-Euro-Schwamm besser geschafft. Also baken kann man mit beiden Schwämmen gar nicht. Das Make-up auftragen bzw. den Concealer auftragen klappt mit beiden Schwämmen eigentlich beides. Klappt mit beiden Schwämmen ganz gut. Also natürlich ist der mega hart. Das heißt, zum Foundation auftragen würde ich mir auf keinen Fall weder den einen noch den anderen Schwamm zulegen. Aber um zu concealen, geht es ganz gut mit dem 1-Euro-Schwamm. Aber der Real Techniques, den mag ich tatsächlich gar nicht. Das ist auch der Grund, warum ich ihn so selten benutze, wahrscheinlich, weil der mega viel Produkt schluckt. Und der 1-Euro-Schwamm, eben weil er so hart ist, wahrscheinlich nicht so viel aufnehmen kann, will oder soll. Ich weiß es nicht, aber dass er so hart ist, ist auch schon unangenehm. Aber zum Concealen klappt das ganz gut. Baken mittelmäßig, also auch nicht so toll. Insofern die beiden Schwämme würde ich nicht benutzen, weder den einen noch den anderen. Aber für Anfänger kann man doch mal mit dem 1-Euro-Schwamm aus dem 1-Euro-Shop-Laden starten, finde ich. Der Fit Me Concealer, aber den habe ich jetzt über mehrere Wochen, 2 Wochen ungefähr getestet. Er ist wirklich ein Lieblingsprodukt von mir geworden, weil er eben so dickflüssig ist, so stark ist und tatsächlich auch wirklich alle Verfärbungen in meinem Gesicht toll abdecken kann. Er ist günstig, ich meine, er kostet 5,99 oder so. Ich weiß nicht genau, wie viel der gekostet hat, aber selbst wenn er 8 € kostet, also ist er mir auf jeden Fall das Geld wert. Er concealt gut, er macht mir hier diese Nasalfalte, macht er mir gut weg und retuschiert er gut. Auch hier wirkt er auffällend, hier ist er in Ordnung. Also ein wirklich toller Concealer, aber er ist ja auch sehr beliebt bei allen YouTubern. Da könnt ihr euch, wenn ihr das Stichwort eingibt, Fit Me Concealer, werdet ihr eine Menge positiver Videos dazu entdecken. Und auch für uns ältere Damen ist er durchaus geeignet. Ich kann ja immer nur für mich sprechen. Mir gefällt er gut, wenn er sich bei anderen vielleicht absetzt. Das kann natürlich sein, wenn die Haut noch trockener ist, wenn sie sehr viel faltiger ist, dass sich das absetzt. Dann habt ihr aber eh Schwierigkeiten, einen Concealer zu finden. Und solltet tatsächlich, wenn ihr sehr, sehr viele Fältchen unter den Augen habt, auf einen Concealer vollkommen verzichten. Denn das wird uns auch als erstes beigebracht auf der Make-up-Schule, dass man einer älteren Frau keinen Concealer macht, weil nämlich das sich ganz oft in die Fältchen absetzt oder cakey wirkt oder beides zusammen. Sprich, mit cakey meine ich, dass es so schmierig aussieht.
sich zusätzlich noch absetzt, da soll man eigentlich so ab 40 gar keinen Concealer mehr benutzen. Aber ich mache das weiterhin, einfach weil es bei mir noch nicht ganz so stark ausgeprägt ist und weil ich das Gefühl habe, dass das Gesicht gleichmäßiger aussieht, wenn man einen Concealer findet, der gut zu seiner Hautkonstruktion passt. Und das tut der Fit Me bei mir. Ne? Okay, meine Lieben, das war eine Produktempfehlung für den Maybelline Fit Me Concealer und den Real Techniques Schwamm, den mag ich gar nicht. Also ganz einfach, weil er zu viel Produkt schluckt und mir das Baking wirklich erschwert. Der 1-Euro Schwamm ist für Anfänger, die noch nie damit gearbeitet haben, gut geeignet, denke ich. Wie man damit Make-up aufträgt, das habe ich noch nicht getestet. Wie gesagt, ich habe ja ein First Impression jetzt für Concealer mit ihm gedreht. Aber ich denke, dass auch er sehr viel Produkt schnucken wird. Denn das hat er auch bei dem Concealer gemacht. Er hat mir die Hälfte der Deckkraft mindestens weggenommen. Und wenn man das nicht möchte, dann müsste man tatsächlich mit den Händen auftragen. Ja? Das muss man einfach wissen. Wir werden den Original Beauty PN Lender auch noch austesten. Aber das dauert noch. Das werde ich in einer der nächsten oder übernächsten oder übernächsten Videos einmal in Angriff nehmen. Denn ich bin nicht so der Beauty Blender Freund. Ihr wisst es, ich nehme ihn jetzt nur noch so ab und zu mal fürs Concealer einarbeiten und dafür so einen Beauty Blender für 20 Euro zu kaufen, finde ich immer unnötig. Ne? Denn wie gesagt, das macht zur Not auch der 1-Euro Schwamm und ich denke nicht, dass der Beauty Blender weniger Produkt schlucken wird. Der wird auch seinen Teil an Produkt aufnehmen, wie jeder Beauty Blender eigentlich. Ne? Und das macht der Beauty Blender hier von dem 1-Euro Laden mittelmäßig gut. Er schluckt mittelmäßig Produkt und ja, aber man muss das einfach wissen, ne? Wenn man sowas benutzt, dass das Produkt wirklich weniger an Deckkraft gibt dann. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht lasst ihr mir ein Abo da oder schreibt einen netten Kommentar. Das würde mich wirklich sehr freuen. Es ist alles kostenlos und dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich lade jeden Tag mindestens 2 Videos hoch. Einer besteht fast immer aus den Vlogs, die ich auf Instagram drehe oder dann kommt noch ein Schminkvideo, ein Haul, ein First Impression dazu, was immer mir gerade einfällt. Das entscheide ich eigentlich immer erst so in den letzten Minuten, bevor ich mich hier hoch in mein Zimmer begebe. Wenn ihr Lust drauf habt, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und wann immer ihr mir zugeschaut habt, einen schönen guten Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss!